Hey Leute, hier ist der Rex03 und zu dem Video am Donnerstag, was ich diese Woche Montag, also Anfang der Woche gesagt habe, kommt ja jetzt donnerstags größtenteils NVA-Videos jede Woche. Und ja, fangen wir an heute mit allen Ausgehuniformen der Nationalen Volksarmee, die ich gerade in meiner Sammlung habe. Wir arbeiten uns von dem niedrigsten bis zum höchsten Rang hoch. Ich habe jetzt erstmal angefangen. Der niedrigste Rang ist mein Mantel mit, ja, als Rekruter, Soldat, blanke Schulterklappen, weiß, Mottschütze. Ja, ist halt für den Winterdienst gedacht in der Kaserne, wenn man oder bei Paraden hat man diesen Mantel dann an. Darunter ist auch der Lederkoppel mit dem silbernen DDR-Koppelschloss, der jetzt was runterhängt. Und weil da halt keine Person drin ist, der Mantel wurde meistens über den alten Golduniform getragen, dass man die bis nach oben mit zugeknöpft hat. Oder darunter ein Hemd mit Krawatte und dann halt ein Stahlhelm bei Paraden oder einer Schirmmütze. Oder einer Tschapka, wenn es kalt war. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt der erste, dann machen wir jetzt sofort weiter mit dem zweiten. So, ich habe jetzt die Kameras verstellt, damit man alles sieht. Und zwar der normale Waffenrock, die Bluse. Jetzt die alte Wollvariante noch, mit so aus sehr fester Wolle, die sehr warm hält. Auch im Winter könnte man eigentlich nur das Ding tragen und du würdest nicht mehr frieren. Wenn es jetzt nicht minus 18 Grad ist oder so, also es halt, hält schön warm. Obendrauf sehen wir die Schirmmütze für Mannschaften und Unteroffiziersränge. Das ist jetzt ein Gefreiter mit einem Strich auf der Schulter. Das sind jetzt halt die Schulterklappen mit den Metallstreifen statt den aufgenähten Rängen. Mit eins von den aufgenähten Rängen habe ich auch, aber halt nicht im Mottschützen. Und die finde ich auch eigentlich schön, aber wie gesagt, die sind halt auch teurer, die kosten 8 Euro pro Schulterklappe, wenn du es günstig kriegst und vielleicht ein bisschen weniger, aber dann noch lieber die Metallteile, die dann halt so 2 Euro oder so für 8 Stück, 6 Stück kosten. Auf jeden Fall, es war es halt soweit, man sieht halt oben die für Mannschaften und Offiziere die Kragenspiegel und an den Ärmeln die Ärmelteile, wo ich nicht weiß, wie die heißen. Die Ärmelteile sind auch nur bei den Wolluniformen dabei. Und man kann die auch bis oben hinzuknöpfen. Das mache ich jetzt auch einmal und dann zeige ich, wie es aussieht. Ja, jetzt ist es einmal bis oben hinzugeknöpft. Jetzt können wir noch den Mantel drüber ziehen. Dann sieht man halt die Kragenspiegel aus dem Mantel raus, wenn man bis oben hin, also wenn die oberen beiden Knöpfe, wie es vorgegeben war, offen hat. Ja, das war es jetzt soweit. Zu der Uniform kommen wir sofort zur nächsten. Hier haben wir jetzt meine Unteroffiziersuniform, die ich ja am meisten trage, wenn ich die Uniformen trage. Das ist die und die jetzt als letztes seht. Auf jeden Fall ist halt ein Unteroffizier. Man sieht es auch an den Schulterklappen, beziehungsweise man sieht sie jetzt nicht ganz, weil die nach oben stehen. Und ja, es sind halt die Unteroffiziers-Schulterklappen. Wer sie kennt, weiß, wie die aussehen. Das heißt, und wir haben jetzt, damit man es nochmal auf weitere Distanz erkennt, am Kragen haben wir nochmal die Unteroffizierslitzen für alle Unteroffiziersränge. Und das ist jetzt die neuere Version der Uniform, also die neueste Version, die es gab. Und die kann man nicht mehr bis oben hinzuknöpfen, leider. Aber gut, ist jetzt auch nicht so das Dramatischste. Hier drin haben wir nochmal das Hemd, was ich eben noch angesprochen habe. Das trägt man da drunter, noch eigentlich mit einer Krawatte. Und ja, haben wir jetzt noch. Also ich habe jetzt noch ein paar Orden dran, wie zum Beispiel das Sportabzeichen und die Schützenschnur und den Verdienstorden in Bronze und einmal den Ärmelstreifen für Soldaten auf Zeit. Ja. Jetzt ist auch nicht so viel zu sagen, kommen wir sofort zur nächsten Uniform. Dann sehen wir hier mal die Uniform des Hauptfeldwebels, also nicht das Hauptfeldwebels, sondern nur des Feldwebels von mir. Auch eine der älteren Uniformen. Ja, ist halt ähnlich zu der Unteroffiziersuniform, nur was die jetzt aus der Wolle ist und halt wieder diese Ärmeldinger hat. Und meiner Meinung nach auch sehr schöne Schulterklappen mit dem einen Stern drauf. Ich werde mir aber noch einen Stern besorgen, dass es halt Oberfeldwebel Schulterklappen werden. Die Uniform hat auch zwei Orden. Einmal das Sportorden, wie die andere, und einmal das Leistungsabzeichen der Nationalen Volksarmee, wozu auch nochmal ein Video kommen wird. Dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche Donnerstag, weil ich noch vorhabe, ein paar mehr Videos zu den Orden zu machen, da ich auch eine kleine Serie Orden und Abzeichen NVA und DDR habe. Deswegen wird dazu dann auch nochmal ein Video kommen. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur letzten Uniform, das ist die, ja, wie seht ihr jetzt gleich. Jetzt die letzte Uniform, meine Offiziersuniform. Und wir sehen, ich habe jetzt auch eine andere Schirmmütze hingegangen. Das ist die für die Offiziere mit dem
anderen Emblem, mit dem schöneren Emblem und das ist auch silberner, also es glänzt mehr. Und der silbernen Kordel anstatt der schwarzen Kordel, ja, als Symbol für Offiziere und Fähnriche. Dann sehen wir auch andere Kragenspiegel, die Offiziere und Fähnrich sind, das ist die spätere, aus Metall und nicht mehr aus gestickt oder was auch immer das andere war. Halt, ja, mehr Metall und halt innen drin ist noch Wolle und dieses schwarze Zeug, was ist umrandet, ist Wolle. Hier sehen wir auch einmal Nicht-Mod-Schützen-Schulterklappen, das im Rang eines Leutnants und Pioniere. Also die Zuordnung ist Pioniere, schwarze Passbillierung. Aber die werde ich ändern. Ich habe jetzt noch keine Mod-Schulterklappen. Die kommen irgendwann mal vielleicht an. Und dann wird das ein Unterleutnant, das ist mit einem Stern drauf. Und dann kommt die halt auch ab. Ja, mehr gibt es nicht so wirklich zu sagen, außer dass ich halt noch eine Ordensspange dran habe. Eine Interimspange, wo vier Orden drauf sind, aber die wurde halt getragen, wenn man nicht alle vier Orden nebeneinander tragen wollte, weil es halt irgendwann zu viel wurde. Es gab auch Interimspangen, wo die Orden an sich dran hingen, also die vollen Orden, wie es bei der Unteroffiziersuniform ist, hatte ich auch einen. Und ja, aber dazu kommt dann auch nochmal als allererstes ein Video, das möchte ich jetzt allererstes haben, weil ja, zu den ersten beiden Orden, das heißt dem roten und dem rot mit dem silbernen Strich drin, das heißt die beiden außen links, habe ich schon ein Video gemacht, das sind nämlich die ja, Verdienstorden der Nationalen Volksarmee, jetzt habe ich schon mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne ansehen, aber ja, es gibt jetzt noch eine Sache zu sagen, ich habe da leider keinen Koppel für, sonst wäre es ein Zweidorn-Koppel aus Leder, nicht in dem Schwarz, sondern in dem braunen Leder, so wie die Pistolentasche zum Beispiel oder wie die Kartentasche der NVA, ja, halt kein normales Koppelschloss, sondern so ein Zweidorn-Ding, was man sich dann drum schneidet. Ich blende euch ein Bild ein. Und ich würde dann sagen, danke fürs Zusehen, lasst doch gerne ein Like da und ja, haut rein, Leute. Ciao!